Heute ist ein Freudentag. 167 Jahre haben wir gewartet auf das erste Münchner Weißwurstdenkmal. Ihr seid alle Zeuge heute. Hip, hip, hurra! Sehr geehrte Festgäste, so, da sind wir. Ich bin der Wirt, der Reiher Möller, ich möchte euch herzlich willkommen heißen. Vor allem an Klaus Büchelmeier, der Streiter, der Initiativegeber dieser Weißwurst-Denkmal-Enthüllung. Einen großen Applaus, bitte. Begleitet von Manfred Klein, das wird heute unser Laudator sein, der dieses Denkmal mit würdigen Worte heute einweihen wird. Nicht mit Weihwasser, sondern mit Bier. Begleitet wurde das Weißwurst-Denkmal von der Münchner Hauptwache, von der Birmesia. Schön, dass ihr da seid. Christel Paretzky vom Heimat- und Brauchtumsverein, die Lächler ist auch dabei, die singt uns dann eine Weißwurst-Hymne. Und heute, liebe Leute, haben wir ein Ereignis, auf das wir mehr als 100 Jahre gewartet haben. Vor 164 Jahren waren da schräg gegenüber ein Wirtshaus. Stockfinster war es drin. Der Wirt Sepp Moser musste immer die Kerzen brennen lassen. Es hatte keine Fenster. Und deswegen heißt das Wirtshaus bis zum heutigen Tag zum ewigen Licht. Hauptsächlich sind Kutschefahrer drin verkehrt, Weiberleute haben keinen Eintritt gekriegt. Eines Tages, und zwar am Faschingssonntag, den 22. Februar 1857, sind ein Sepp drin die Schafdarm ausgegangen. Aber er hat sich zu helfen gewusst und hat sein Wurstbrat, das er da mit Peterswil verfeinert hat, in Schweinsdarm gefüllt und dann im heißen Wasser warm gemacht. Und fertig war's. Die Münchner Weißwurst. So einfach war das. Und heute, Anno Domini, 19. September 2021, wo normalerweise schon unser Wissen angegangen war, feiern wir gemeinsam die Einweihung des Weißwurst-Denkmals Bayern. Ich enthülle jetzt das Denkmal, das ist aber schon enthüllt, aber ich tue jetzt so, als wäre es dort. Thank you.
Netzer, müsst dann mitmachen, denn wir begrüßen das Denkmal mit einem dreifachen Hip Hip! Hurra! Hip Hurra! Hip Hurra! Bravo! Also wir probieren es einmal, gell? Also. Von der Gitarre mache ich nichts hin, aber das ist jetzt wurscht, der Text ist so viel wichtiger. Vor 160 Jahren ist geschenkt mein Wirt zum ewigen Licht. Im Fasching am Marienplatz war's aus mit dem Hauptgericht. Es waren ja keine Würste mehr da, die Schafstern, die waren aus. Was tue ich jetzt bloß ohne Würst? Für den Wirt war das ein Graus. Na nimmt der Derm heut von der Sau, doch die war zach wie ein Leder. Er macht sie heut im Wasser warm, mei, das kommt doch a jeder. Jetzt singt's alle mit. Er macht sie heut im Wasser warm, mei, das kommt doch a jeder. Ins Brater Gräzeig, Pfeffer, Salz und fertig war das Schmankerl. A jeder Mensch, die weiß, wie es mag, ob im Anzug oder Jankerl. Der eine zuzelt aus der Haut, der andere nimmt der Messer. A Bayer, der kein Werkzeug braucht, weil ohne schmeckt's ja besser. Er taucht's noch ein, im süßen Sinn, na ist die Wurst komplett. Die Hauptsache ist die Weißwurst, hier das Zweifel läuft nun nicht. Die Hauptsache ist die Weißwurst, hier das Zweifel läuft nun nicht. Ein armer Preis im Wirtshaus sitzt, er will heut Bayer sein. Er bestellt sich Weißwurst, Semmeln, Kraut und ich denk mir nur, oh mein. Wir stellt's gleich vor, sagt's erst nix, für mich war das ein Graus. Mit Königsberger Klops kennt sich der Preis bis besser raus. Wenn der jetzt noch ein Ketchup stellt, da gehört er gleich eingesperrt. Doch mir tut er leid, der arme Preis. Stell für ihr Müssis gehört, doch mir tut er leid, der arme Preis. Stell für ihr Müssis gehört. Und hier die Zins, die weiß, wie springt, da beißt er gleich hinein. Er spritzt ja gleich seinen Anzug voll, doch findet ihr sie fein. Nee, die ist knorke, diese Wurst, ich kauf mir noch ein paar. Jetzt ist er glücklich, dieser Preis, ist das nicht wunderbar? Und wenn er sami Messer ist, wär ich das zwing nicht blass. Eine Freundschaft, die ist geschlossen schnell, wir bestellen uns noch ein Mass. Eine Freundschaft, die ist geschlossen schnell, wir stehen uns noch einmal. Danke. Ich bin Metzger und habe lange viel Weißwurst gemacht und habe mich auch mit der Weißwurst beschäftigt. Und jede kultische Wirtschaft oder jede große Wirtschaft hatte im Keller eine eigene Metzgerei. Das war auch Tradition. Und in der eigenen Metzgerei hat der Wirtsmetzger, der seine Würste selber gemacht hat, regiert. Einer der letzten gelernten und bekannten und lustigen Wirtsmetzger war der Süßmeier. Der Süßmeier war gelernter Wirtsmetzger. Und die haben im Haus die Würste gemacht. Und zur Kunst, es ist schön, dass jetzt ein Künstler Weißwurstdenkmal gesteht hat. Natürlich war damals fast jeder Metzger ein Künstler. Und zwar in dem Ding,
dass man sagt, der Metzger kann ein Wasser so machen, dass man es mit der Gabel und mit dem Messer essen kann. Das war die große Kunst. Natürlich hat das manchmal nicht so funktioniert. Und wenn man mit der Gabel reingestochen hat und waren die Hosen, haben die gespritzt, dann hat man ein bisschen an der feinen Kleidung die Fettspritzer gehabt. Folgedessen hat man sie eher ausgezuzelt oder ausgetrunken. Heutzutage mit der Technik haben die Metzger keine Probleme mehr. Die kann man mit Messer und Gabel essen, sofern man sich das Gesicht nicht verkratzt. Man kann auch weiterhin auszuzeln. Die Weißwurst ist so tolerant, wie wir Bayern zu sein glauben. Jetzt, wenn es natürlich 11 Uhr und nicht 12 Uhr, sondern 11 Uhr geworden ist, dann wollte der Wirt seine Mittagsspeise verkaufen. Nierenbraten, gefüllte Kalbsbrust, alles, was so aus Kalbfleisch hergegangen ist, dann hat die Köchin die bis dahin nicht verkauften Weißwürste abgebrüht, damit sie über den Tag halten. Jetzt hat der Insider oder der Besserwisser, wie die Amerikaner sagen, gewusst, wenn er nach 11 Uhr und um 11 Uhr läuten die Glocken, um 11 Uhr geht das Glockenspiel, um nach 11 Uhr Weißwürste ist, dann kann er nur Aufgewärmte bekommen. Das ist das 11 Uhr läuten, nicht das 12 Uhr läuten. Sie haben jetzt Weißwurst vor sich, es ist 12 Uhr, Sie können es probieren, eine Weißwurst vor 12 Uhr essen und eine nach 12 Uhr, dann sehen Sie gleich, was besser ist. Seid ihr und was seid ihr da? Wir stellen die Münchner Stadtwache da, ein Nachgebilde von 1813.